Mitten bei Blitz und Donner geht's jetzt weiter in Parkitect. Wir müssen immer noch unsere 200 Besucher schaffen. Aktuell hier links unten können wir sehen, haben wir 132. Wir haben jetzt noch 2 Monate Zeit, ungefähr, um das Ziel zu erreichen, beziehungsweise um unser optionales Zusatzziel noch mit zu erreichen. Wir haben jetzt noch 6250 Dollar auf der hohen Kante. Die Leute sind auf jeden Fall mit den Preisen für die Regenschirme zufrieden. Jetzt hat es leider aufgehört, sonst hätte ich hier nochmal ein bisschen die Preise erhöht. Ich habe die auch schon erhöht. Wir haben jetzt pro Verkauf einen Profit von 1,50 Dollar. Solange 88% zufrieden sind, lasse ich da auch den Preis stehen. Bei den Fruchtsäften sind sie das auch. Die Fruchtsäfte sind das Geld auch echt wert mit 84%. Da kosten die 2 Dollar. Da haben wir allerdings nur einen Profit von 75 Cent pro Verkauf. Ist aber auch, finde ich, noch okay, weil von den Fruchtsäften wird natürlich auch mehr verkauft als von den Regenschirmen. Vielleicht setzen wir die Regenschirme jetzt einfach mal wieder runter auf 1,80 Dollar. Das sind die jetzt günstiger, weil aktuell im Sommer brauchen wir natürlich keine Regenschirme. Oder solange die Sonne scheint. Hier haben wir noch 1,80 Dollar. Sobald es wieder regnet, können wir das hochsetzen. Dann wollen die Leute auch wieder mehr Schirme kaufen. Bei uns im Karussell, da haben wir 1,50 Dollar. Da sind sie mit 76% zufrieden. Das ist auch noch okay. Mal gucken von den Einnahmen her. Da sind wir auf jeden Fall auch deutlich über den Ausgaben. Das ist wichtig, dass wir überall etwas mehr im Plus stehen. Beim Twister sowieso, da sind wir wirklich deutlich drüber. Da haben wir nur, was haben wir denn für Ausgaben? 25 Dollar zu 86 Dollar Einnahmen. Also sind wir da 60 Dollar tatsächlich im Plus. Ich würde nämlich gerne von diesen minus 282 Dollar wegkommen. Das ist quasi das, was wir im Vormonat, es steht ja dabei, verdient haben. Und in der Übersicht, ich weiß, die bleibt glaube ich jetzt da gar nicht offen. Aber hier können wir sie, wenn wir sie angeklickt haben, können wir sie offen halten. Wenn wir in die Zeile vom Betrieb hier schauen, dann sehen wir natürlich, klar, wir haben schon fett Minus gemacht, aber jeden Monat machen wir etwas mehr Geld. Der September, der läuft jetzt aktuell noch, da kommen wir dann hoffentlich noch etwas mehr ins Plus. Aktuell, der rote Pfeil zeigt ja nach unten, machen wir noch etwas Verlust. Wir könnten natürlich noch ein bisschen Werbung machen, und zwar für den Park. Würde aber 3600 Dollar allein für die Flugblätter kosten. Wir schauen mal, welche Attraktion wir nehmen. Ich würde fast mal die Achterbahn vorschlagen. Da haben wir sie. Und zwar machen wir da Reklametafeln. Kostet uns 171. Das machen wir mal für einen Monat jetzt, weil wir eh nicht mehr so lange Zeit haben. Diese 171 Dollar können wir uns leisten. Aber wenn jetzt mehr Leute kommen, kriegen wir auch mehr Geld. Da haben wir jetzt aktuell 3 Dollar. Sind da aber auch nur knapp über den Einnahmen drüber, weil natürlich der Betrieb von dem ganzen Teil hier extrem viel Geld kostet. Und die Leute sind trotzdem zufrieden, die möchten das fahren. Gut, es gibt welche, die möchten was Rasanderes fahren, das sagen aber auch genug, dass das Geld hier echt wert ist, die Bahn. Das heißt, wir könnten theoretisch hier einfach auch mal auf 3,30 Dollar hochgehen, um noch ein bisschen mehr Einnahmen zu generieren und eben ins Plus zu kommen, weil wir halt einfach tatsächlich immer noch etwas Geld verlieren. Im Oktober liegen wir jetzt bei minus 120 Dollar aktuell. Kann natürlich auch sein, dass wir einfach in der Zwischenzeit keinen Einkauf hatten. Das findet dann alles hier statt für ja, die ganzen Geschäfte, zum Beispiel die Zutaten für die Burger. Wenn wir da erstmal drauf schauen, was die noch an Vorrat haben, haben wir hier 52 Einheiten Kartoffeln zum Beispiel noch, es ist auch nichts bestellt. Also haben wir da jetzt keine Kosten, das haben wir einmal bestellt. Und danach wird es natürlich produziert und es wird Geld verdient damit. Was sagen die denn eigentlich? Pommes, ist das Geld echt wert? Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Pommes würden 1,75 Dollar kosten, da haben wir 90 Cent pro Verkauf. Und die Hamburger kosten 3,50 Dollar, da haben wir 1 Dollar. Dann würde ich einfach mal sagen, okay, wir machen jetzt, wir können auch mal 1,85 nehmen. Dann haben wir jetzt um 10 Cent erhöht. Dann kriegen wir hier auch 1 Dollar Profit. Das ist natürlich, sind das nur kleine Mengen, aber durch die ganzen Besucher, durch die Anzahl der Besucher, kommt natürlich auch deutlich mehr Geld insgesamt rein.
Ich würde sagen, wir bauen noch mal irgendwas Abgefahrenes mit auf, weil die ja auch ja mehr mit Action was fahren wollen. Wir könnten jetzt den Gravitron nehmen oder wir können zwei Sachen machen. Der Gravitron, der wäre beliebt bei Regen und bei niedrigen Temperaturen, weil das einfach ein geschlossenes System ist. Oder wir nehmen den Wipeout, das ist ein offenes Geschäft. Ich weiß gar nicht, ob wir das. Na ja gut, wir können nur die Vorschau sehen, nicht wie sich es dann tatsächlich bewegt. Das könnten wir irgendwo hier an den Park noch ransetzen, hier neben. Und zwar machen wir das auch mal. Da machen wir den Eingang. Den machen wir hier drüben hin und den Ausgang machen wir gleich hier hin. Das heißt, da können Sie direkt rausgehen. Und beim Eingang, da nehmen wir eine Warteschlange und bauen die jetzt einfach mal. Wir schauen mal. Wir machen die jetzt erstmal nur bis dahin. Weil da muss ich jetzt. Ich habe gerade. Vielleicht habt ihr es gesehen. Ich habe gerade aus Versehen hier eine Lampe gelöscht. Da holen wir uns eine Lampe wieder. Die stellen wir einfach hier neben dran. Dass eben auch schön beleuchtet ist, dass das auch nach was ausschaut. Und da haben wir 2,50 $ jetzt aktuell. Ich würde sagen, wir eröffnen einfach mal Wipeout, dass da direkt die Leute reingehen können. Klar, es kostet Geld, es kostet auch Betrieb, aber wir verdienen natürlich auch was. Und wenn wir den Leuten noch mehr Fahrgeschäfte anbieten können, mit was Aufregenderem, was sie halt auch interessiert, da fragen ja die Leute danach, dann kriegen wir da nochmal einen kleinen Bonus an Einnahmen. Jetzt sehen wir auch, wie das eigentlich funktioniert. Also wird schräg gestellt, dreht sich um die eigene Achse quasi zweifach, also ja, so rum, dreht sich diese ganze Kanzel und die Kanzel selbst wird nochmal entgegengesetzt zu der vorherigen Richtung gedreht und offensichtlich ist es sehr beliebt, weil die Warteschlange ist voll. Das heißt, da können wir direkt, wenn jetzt die Leute hier erstmal drinnen sind, können wir eigentlich sofort die Schlange erhöhen. Dann machen wir hier eine Kurve, lassen das hier hochgehen, lassen es hier wieder runtergehen, setzen die Lampe halt nochmal zurück und dann haben wir eine längere Warteschlange, dass dann auch gleich mehr Leute reinpassen. 146 Parkbesucher haben wir aktuell. Und im letzten Monat, gut, da haben wir auch, wir sind aktuell, haben wir trotzdem im Oktober wieder minus $470. Da müssen wir halt jetzt einfach mal zusehen, dass wir noch ein bisschen mehr Einnahmen reinbekommen. Entweder erhöhen wir noch die Fahrgeschäfte oder wir müssen mal den Preis für den Park erhöhen. Aber das will ich nicht zu sehr hochtreiben, diesen Eintrittspreis, weil ja für die Attraktion trotzdem nochmal Geld bezahlt werden muss. Im Karussell ist auch ordentlich was los. Da haben wir aber leider nicht mehr so viel Platz für die ganzen Leute. Wir könnten höchstens den Ausgang versetzen. Hier rüber, nochmal nebendran. Und dann den Eingang nochmal hier um eine Kurve schleifen. Jetzt machen wir aber erstmal gerade hier die Verbindung hin. Bis hier rüber. Machen das hier weg. So. Verbinden das, verbinden es hier runter und jetzt haben wir hier nämlich unseren Eingang hingebaut. Und dadurch wird die Schlange schon sehr viel länger. Die Einnahmen, gucken wir da nochmal rein. Da haben wir, gut, haben wir jetzt aktuell noch keine Statistik dafür. Haben wir irgendwelche Gedanken? Achtmal, Sie möchten unbedingt Wipeout fahren und Sie möchten was Rasanteres fahren. Das haben wir jetzt aber aktuell noch nicht. Der Wipeout zählt zu den aufregenden Fahrgeschäften. Dann hätten wir natürlich noch die Achterbahn- und Wasserfahrgeschäfte. Bei der Achterbahn könnten wir mal schauen, die kosten aber auch alle richtig viel Geld. Wenn ihr mal da oben schaut, $12.000, $12.000, $10.000. Die Valley Rally, die kostet nicht ganz so viel. Und der Jolly Sprinter, der kostet zwar auch mehr Geld, als wir uns es aktuell leisten können, hat aber natürlich auch noch keine Szenerie außenrum. Also wir müssten dann tatsächlich, so wie wir es hier drüben schon vorgefertigt bekommen haben, entweder noch so ein Gebäude außenrum basteln, wobei wir da auch noch nicht so viele Sachen für haben. Das ist ja alles, was wir noch erst erforschen müssen. Wenn wir mal herschauen, Eingangshäuschen zum Beispiel, so Sachen oder ein Auto, ein Schneemann. Gut, Wasser bringt uns da jetzt nicht viel. Die ganzen Gegenstände.
Da müssen wir natürlich auch noch ein bisschen forschen. Wenn wir irgendwelche Formen haben, könnten wir da auch was draus bauen. Unser eigenes Gebäude im Endeffekt. Mit irgendwelchen Zäunen noch dazu. Es gibt schon viele Möglichkeiten, aber wir haben noch lange nicht alles freigeschaltet, was wir denn eigentlich dann auch dafür dann bräuchten. Das ist halt immer alles, wie ich es gesagt habe, auch eine Geldfrage. Bei dem Karussell ist jetzt, wenn wir den Ein- und den Ausgang umsetzen wollten, müssten wir das Fahrgeschäft dafür einmal komplett anhalten. Da würden wir kurzfristig die Gäste verlieren. Noch kommen sie nämlich alle hin. Also würde ich da erstmal warten, nur wenn zu viele jetzt sagen, sie kommen nicht hin. Haben wir jetzt eigentlich aktuell nicht. Dann müssten wir wirklich hier mal ansetzen. Einnahmen sind ein kleines bisschen gesunken, aber es sind immer noch deutlich im Plus eigentlich. Und der Twister, der ist natürlich, der Wipeout ist natürlich hier sehr, sehr gut. 6 wollen unbedingt damit fahren. 5 finden es auf jeden Fall gut. Wir haben immer hier volles Haus und selbst diese verlängerte Schlange ist schon wieder voll. Da haben wir jetzt gerade Glück, dass jetzt das Fahrgeschäft zu Ende ist. 2 kommen jetzt nicht mehr hin. Wir müssen es warten, bis sie alle ausgestiegen sind. Und dann können wir die ganze Reihe hier abfrühstücken oder zumindest einen großen Teil. Wäre zu überlegen, ob wir nochmal die Schlange ein bisschen erweitern. Wenn wir es einfach hier neben dran setzen, machen wir das mal so. Und schon haben wir noch eine kleine Zusatzkurve, wo sich nochmal welche mit hinstellen können. Die haben keinen Bock mehr zu warten, glaube ich. Was denkt er denn? Regenschirme waren viel Geld wert, bla bla. Karussell war super, er hat zumindest jetzt nichts, wo er sagt, es ist jetzt doof für ihn. Allerdings ist die Illusion bei ihm schlecht. Das schauen wir gerade mal. Wo haben wir denn noch einen? Mit der Illusion ist auch ganz schlecht. Da können wir vielleicht nacharbeiten. Die Dekoration. Das ist hier oben ist es schlecht, wegen dem Toilettenhäuschen wahrscheinlich. Und hier unten ist aber auch schlecht. Warum ist denn hier unten schlecht? Haben wir noch irgendwas hier in dem Bereich, wo sie vielleicht was sehen könnten. Gut, die Toilettenhäuschen können sie vielleicht sehen. Wir können mal probieren, hier einfach noch ein paar Bäume zwischen reinzusetzen. Zur Not machen wir halt auch die Toiletten dann noch ein bisschen nach hinten. Aber ihr seht schon, da wird gerade alles besser. Dann machen wir hier einfach mal so eine kleine Baumallee außenrum. Das kostet halt auch jedes Mal 16 Dollar, jeder Baum. Wenn wir jetzt die Toiletten nach hinten setzen würden. Das habe ich eigentlich noch nicht rausgefunden. Weiß irgendjemand von euch vielleicht, wie ich das nehmen und umsetzen kann? Ich will es nicht neu bauen. Ich will dieses vorhandene Gebäude nehmen und wegsetzen. Es ist auf jeden Fall wieder Regenzeit. Das heißt, wir können erstmal gerade die Regenschirme wieder hochsetzen. Auf 2 Dollar. Da sind sie noch auf 2 Dollar. Weil jetzt werden die natürlich wieder gekauft, ne? Solange es regnet, es will eigentlich keiner nass werden. Was irgendwo ja auch verständlich ist. Ansonsten könnten wir mal noch schauen, was wir so an Deko noch mit reinbringen könnten. Allerdings ist halt auch die Sache, das Geld könnten wir fast besser noch in ein Fahrgeschäft investieren, dass wir noch mehr Einnahmen bekommen, weil die Dekorationen kosten klar nur Geld. Aber die Leute sind ja trotzdem im Parken, finden es ganz cool. Wobei da halt, ich weiß nicht auch vor allen Dingen, warum die Toiletten die Illusion kaputt machen von dem Park. Also ich meine, so schlimm sind die jetzt, finde ich, eigentlich nicht, dass man da jetzt unbedingt so rumjammern müsste. Und wir haben was Neues freigeschaltet, da gucken wir jetzt gleich mal danach. Jetzt kümmern wir uns erstmal gerade noch hier drum, dass wir hier eine kleine Allee hinbauen. Dass unser. Oh shit, jetzt habe ich den Weg gelöscht. Also Rechtsklick, Leute, ist böse. Jetzt kommen nämlich unsere Mitarbeiter nicht mehr weg. So haben wir jetzt eine kleine Allee rumgebaut, dass dieses Versorgungshäuschen auf jeden Fall nicht mehr für Probleme sorgen sollte. Da haben wir jetzt die Toilette. Der Bereich ist mit Sicherheit auch von der Toilette negativ beeinflusst.
Wir kriegen Bonusbesucher. Sehr schön. Wegen Problemen in einem nahegelegenen Park kommen mehr Besucher zu dir. Das ist ja sowieso unser Ziel. Wir haben jetzt schon Dezember. Zeit bis zum nächsten Monat sind nur noch 2 Minuten und 49 Sekunden. Ob wir es da schaffen, noch 30 zusätzliche Besucher reinzubekommen, müssen wir mal abwarten. Ich würde gerne die Toiletten wirklich einfach umsetzen, aber ich habe es wie gesagt, wir können höchstens mal, wir gucken mal in den Einstellungen, aber da steht glaube ich auch nichts drinnen. Da können wir nur Objekte entfernen. Und sonst können wir eigentlich nichts umsetzen. Das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich echt ein bisschen schade. Wenn ich jetzt mal bauen, Pipettenwerkzeug. Wobei, ne, ist ja ein Verwaltungsgebäude. Ich will ja eine Toilette. Weil wenn ich nämlich die Toiletten hier hinten reinsetze irgendwie, zum Beispiel dahin, das kostet natürlich ja auch Geld, ne, so eine Toilette. Dann könnten wir das insgesamt noch ein bisschen verschönen vielleicht. Wir reißen die jetzt gerade mal weg. Oh, das bringt uns aber auch 250 Dollar wieder. Und habe ich euch jetzt gerade während eurem Klogang den Platz hier weggezogen? Das tut mir natürlich unendlich leid. Das war nicht meine Absicht. Es tut mir so leid. Ja, vielleicht auch nur ein bisschen. So, dann machen wir mal hier. Nehmen wir mal unsere Kamera. Wie wäre es denn hier zum Beispiel mit so zwei Ahornbäumen vor den Toiletten? Dann sieht man die auch schon gar nicht mehr so gut. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Visualisierung oder auf die Dekoration. Und ihr seht, in dem Bereich, wo es hier vorher noch rot war, machen wir das hier gerade mal weg, ist es jetzt hier grün. Klar ist es hier, da ist es schlecht, ne? Ist logisch, weil da sind jetzt halt auch gerade die Toiletten, aber das kann ich jetzt hier einfach nicht mehr verschönern. Da könnte ich vielleicht hier noch irgendwo ein Blumenbeet hinmachen. Aber der Bereich, der bleibt einfach hässlich. Die Toilette hier hinten müssen wir dann auch noch so wie die jetzt hier einbauen. Also das ist quasi was, wo man eigentlich immer drauf achten kann und achten sollte. Dass die Toiletten auch mit versteckt sind, ein kleines bisschen. Und sagen wir, setzen hier einfach mal noch eine Bank hin. Ich hoffe mal, dass sie dann trotzdem noch bis zur Toilette durchkommen. Wobei ich nicht denke, dass das unbedingt was für die Dekoration beiträgt. Das ist ja nur eine Sitzgelegenheit. Und auch den Bereich hier hinten, den können wir jetzt noch ein bisschen schöner dann mit ausgestalten. Wir haben uns noch 20 Sekunden für 15 Besucher. Ich glaube, ich fürchte, das schaffen wir leider nicht ganz. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir gucken jetzt gerade mal bei den aufregenden Fahrgeschäften. Da haben wir den Jumper für 1400 Dollar. Das können wir uns noch leisten. Der hat Sitze, die an den Enden lange Arme angebracht sind. Und während der Fahrt werden die in einer sprunghaften Bewegung auf- und ab beschleunigt. Ich will jetzt nicht alles hier vorne hinbauen. Hier haben wir jetzt schon drei Fahrgeschäfte. Ich will ja, dass die auch immer an den Verkaufsständen vorbeigehen. Deswegen setzen wir den Jumper jetzt mal hier hinten hin. Da machen wir den Ausgang hier rüber. Den Eingang machen wir hier hin. Da kommt der Ausgang hin. Da muss ich jetzt halt diesen Mülleimer, den muss ich jetzt tatsächlich auch mal wegmachen. Allerdings kann ich den selbst nicht entfernen. Wenn ich das mit dem Bulldozer-Werkzeug mache, dann geht, glaube ich, der ganze Weg weg. Das will ich auch nicht. Desterwege nehmen wir jetzt hier unsere Warteschlange. Und jetzt habe ich wieder einen Baum aus Versehen gelöscht. Machen hier noch einen kleinen Knick rein. Zack. Und dadurch verschwindet jetzt auch automatisch unser Mülleimer, der uns gerade gestört hat. Terraformen wollen wir auch nicht. Wir setzen jetzt einfach mal noch so einen Zusatzbaum hier mit ein. So. Dann haben wir auch noch ein bisschen Abwechslung mit drin. Bei dem Jumper, da, was nehmen wir da noch für Farben? Wie wäre es denn hier mit so einem Blau außenrum? Und das Rot, das machen wir in einem Türkis. Fast so wie unsere Farben. Die Lichter können wir gut gerne in Gelb und Rot lassen. Das sieht man ja auch nur nachts, oder wenn es regnet, das sind dann diese beleuchtenden
LEDs, die hier überall sind. Und wir haben unser Ziel abgeschlossen, allerdings erst im Januar, leider Gottes. Und damit haben wir schon alle Ziele erfüllt. Sehr schön, mindestens 200 Besucher, wir haben 206 Besucher. Wir steigern uns auch langsam in unseren Ausgaben. Also wir kommen immer mehr wieder in Richtung Plus. Das ist halt am Anfang leider so, dass wir erstmal Minus machen und investieren müssen, dass wir auch genug anbieten können. Die optionale Herausforderung haben wir nicht geschafft. Wenn wir da vielleicht ein bisschen schneller gebaut hätten, hätte es gut sein können, dass wir das noch schaffen. Den Jumper, den starte ich jetzt einfach noch. Ich würde sagen, bevor wir jetzt eine neue Karte anfangen, schauen wir uns einfach mal an, ob die Leute hier das ganze Ding annehmen oder nicht. Wir können hier zwischendurch theoretisch die Toilette zur Seite setzen, aber dann sehen sie das halt auch von hier drüben. Ne? Wenn wir hier unten das vielleicht hinsetzen, kann man außenrum so ein bisschen noch was aufbauen, dass man die Toilette nicht so sehr sieht. Sonst hätte ich hier noch so ein paar Fressstände mit reingebaut. Aber das wird dann da vielleicht zu eng. Wenn wir hier die Kurve rausnehmen würde, hätten wir wieder mehr Platz. Dann könnten wir die Toilette hier in die Mitte setzen und komplett außenrum eine schöne Szenerie aufbauen. Aber ich denke mal, so eine zusätzliche Kurve in der Warteschlange ist echt nicht verkehrt. Wir können stattdessen vielleicht noch irgendeine Deko machen. Eine Beleuchtung brauchen wir eigentlich weniger. Brunnen brauchen wir auch nicht. Wasserturm ist tatsächlich sehr groß. Was kostet der jetzt? $250. Der wird hier eigentlich schon, der wird schon gut reinpassen, ne? So zu diesem Jumper. Wenn wir den damit hinsetzen, vielleicht können wir nebendran gerade noch ein bisschen mehr mit Wasser auch arbeiten. Ein Wasserfall. Ist halt da schwierig, weil wir irgendwie noch was außenrum brauchen. Was macht denn dieser... Für den Blauwall brauchst du auf jeden Fall Platz. Der ist relativ groß. Das, was ich jetzt noch nicht rausgefunden habe oder noch nicht ausprobiert habe, ist tatsächlich Wasser zu nutzen. Wenn wir jetzt hier terraformen, da können wir Wasser nutzen. Dann terraformen wir erstmal nach unten. Wir wollen, was ist jetzt ausgewählt? Ist jetzt weiß ausgewählt? Beziehungsweise, aha, runter. Ein bisschen runter. Und hier noch ein bisschen runter. Also, nö, da lassen wir es jetzt einfach mal. Hier gehen wir runter. Und dann können wir hier nämlich Wasser einfügen. Einfach so als kleinen Zusatz ein bisschen. Oh, wir können das noch höher machen. Na, dann steht der Wasserturm im Wasser. Dann haben wir hier außenrum noch ein bisschen Wasser. Wir könnten vielleicht... Ne, passt mal auf, wir lassen das. Wir lassen das hier. Wir machen hinten dran so einen kleinen Felsen irgendwo so in dem Bereich. Dass hier uns natürlich auch keiner reinfällt. Hier noch einen größeren Felsen zwischen rein. Als Abtrennung. Und genau so können wir auch hier noch ein paar Felsen platzieren. Wenn wir jetzt noch so verschiedene... Gut, wir könnten Tulpen. Können wir die setzen? Die können wir tatsächlich setzen als Art Wasserpflanze. Und wir haben nicht mehr genügend Geld. Wir sind bei minus $10. Auf jeden Fall wird hier unser Jumper gut angenommen. Das ist dann wieder der Punkt, wo man halt auch den Preis vielleicht mal ein bisschen hochsetzen kann. Dass wir klar noch genug Gäste haben, genug verdienen, aber auch die Gäste, die noch Bock drauf haben, ein kleines bisschen mehr bezahlen, dass wir eben wieder ins Plus kommen. Ansonsten müssten wir einen Kredit aufnehmen, um neue Fahrgeschäfte zu kaufen. Das Karussell aktuell, das hat jetzt nicht so den super großen Andrang, weil natürlich auch viele Besucher jetzt die neuen Attraktionen benutzen, die halt ein bisschen aufregender sind. Hier bei unserem Wipeout, da haben wir eben eine größere Schlange. Der Twister, der ist jetzt gar nicht mehr so groß. Da müssen wir mal schauen, aber der hat immer noch mehr als genug Einnahmen, wenn wir uns das mal anschauen. Da können wir tatsächlich, wenn wir es noch ein bisschen erhöhen, müssen wir mal schauen dann, ob dann der Preis insgesamt oder die Einnahmen insgesamt runtergehen, weil nicht mehr so viele Leute hingehen oder ob wir das noch in einem kleinen Zusatzplus halten können.
Das ist dann so ein bisschen aber Feintuning, was man machen müsste. Ihr seht auch gerade, wenn die Gäste hier reingehen, es kommt schon Geld rein, aber auch der Bericht sagt halt, oh, Lumberrun ist defekt. Der Bericht sagt natürlich auch, ne, es ist negativ und dann sind wir da wieder ein bisschen im Plus, dann sind wir ein bisschen weniger, jetzt aktuell sind wir wieder im Plus, dann nehmen wir wieder genug ein. Und hier sehen wir auch zum Beispiel, was die Kosten verursacht hat. Lieferungen zum Beispiel kostet Geld. Dann die Wartungsarbeiten, die kosten Geld. Die gehören natürlich immer mit dazu. Gehalt ist auch klar, je nachdem, wie viel Personal wir haben, wird es eben teurer oder günstiger. Ich würde aber sagen, wir halten uns es nicht so super lange in dem Park auf, weil wir den ja natürlich eigentlich abgeschlossen haben. Klar können wir ein bisschen weiterbauen, aber ich würde sagen, wir schauen doch einfach mal, was die Kampagne noch so für uns bringt. Wenn ihr Bock drauf habt, Sandbox zu spielen, schreibt doch auch mal einfach was in die Kommentare, dann können wir einen Park wirklich von Grund auf aufbauen und den auch immer wieder Stück für Stück hochheben. Auf der einen Seite finde ich halt diese Aufgaben, die dazukommen, immer ganz interessant, um zu schauen, ja, schaffen wir halt unsere Ziele, schaffen wir die Bonusziele und so ein kleines bisschen halt mit den Herausforderungen arbeiten. Aber wie gesagt, so einen Park insgesamt aufbauen, das würde ich auch auf jeden Fall gerne mal machen. Schreibt mir doch einfach mal eure Kommentare und Meinungen dazu und das Video. Jetzt bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann bei Parkitect oder einem von den anderen Spielen. Macht's gut und ciao.